Der März war lang, mit 31 Tagen und vielen Möglichkeiten, sich Bücher zu kaufen. Und es war Leipziger Buchmesse-Monat, sprich es kommen richtig, richtig tolle Bücher rund um Messezeiten immer raus. Und ja, ich zeige euch jetzt all meine Neuzugänge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Marisa Salon du Livre und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neuzugänge, ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr spektakuläres Format. Ich liebe das ja bei anderen auch. Selbst wenn das nicht unbedingt Bücher sind, die ich in meinen Lesemonaten oder so zeige, aber ich höre gern, welche Bücher andere Booktuberinnen und Booktuber kaufen, was sie begeistert. Und ich zeige euch heute meine Neuzugänge. Der März war ein toller Lesemonat und auch ein toller Monat für Neuerscheinungen. Und ehrlich gesagt, in dieser Woche im Lesehotel haben wir natürlich auch viele Bücher entdeckt, die mal auf unserer Wunschliste waren oder wieder auf die Wunschliste gewandert sind. Ganz, ganz viele tolle Bücher haben wir dort gesehen und angelesen. Heute soll es aber um jene Bücher gehen, die im März bei mir eingezogen sind. Gern könnt ihr natürlich in den Kommentaren auch erzählen, welche Bücher bei euch so eingetrudelt sind. Habt ihr ganz spezielle, was weiß ich, Fortsetzungen von Reihen unbedingt bei euch einziehen lassen müssen? Oder gibt es spezielle Einzelbände, die einfach schon so ein Kitzeln in den Fingerspitzen ausgelöst hat und ihr dann unbedingt in die Buchhandlung sausen musstet, um Bücher zu holen? Ich beginne wie immer mit Leseexemplaren bzw. Rezensionsexemplaren und derer sind in diesem Monat drei. Eines werdet ihr auf meiner Leseliste, auf meiner Want-to-Read-Liste für den April wiederfinden. Und zwar habe ich von der Buchhandlung Morawa in Österreich dieses Rezensions- oder Leseexemplar bekommen. Es hat da ein Gewinnspiel gegeben und ich habe da bei Instagram einfach geantwortet und war dann mehr als überrascht, dass ich dann tatsächlich das gewonnen habe. Und zwar das neue Buch von Anja Jonuleit, Kaiserwald, erschienen im Penguin Verlag. Und sie hatte bereits ein anderes Buch, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber das klingt so nach einer Mischung aus zwei Zeitebenen, Familienroman und leichter Spannung. Es geht um Penelope, die als Achtjährige ihre Mutter verliert, ist das falsche Wort, sondern sie verschwindet. Und die Spuren führen irgendwie nach Riga und verlaufen sich dann im Sand. Und viele Jahre später setzt ein anonymer Brief die Geschichte noch einmal in Gang und droht das Leben zweier Familien komplett entgleisen zu lassen. Ich habe die ersten 20, 25 Seiten schon gelesen, lassen sich gut lesen. Ich muss nur mein Currently Reading fertig lesen, damit ich mit dem beginnen kann. Und mein Currently Reading, ich sage es euch jetzt, ich habe es leider nicht bei der Hand, ist gerade Crash and City Teil 3. Es hat 930 Seiten und ich bin jetzt bei der Hälfte, also wird es noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass das ein richtig interessantes und tolles Buch wird. Weiters ist bei mir ein Leseexemplar von Lovely Books eingetrudelt. Da gab es ein Gewinnspiel und ich habe mich dafür eingetragen, weil mich das Buch interessiert hat, weil ich die Ausgangssituation spannend finde oder eigentlich lustig und ich mir nicht sicher war, ob ich es mir kaufen soll, und zwar von Anna Helford, Season Sisters, Teil 1, Frühlingsgeheimnisse. Die Ausgangssituation finde ich deswegen so witzig, weil die Familie heißt Season im Nachnamen und die haben vier Töchter und die nennen sie nach den Jahreszeiten. Wir haben Spring, Summer, Autumn und Winter. Also vier Frauen und jede bekommt ihre Geschichte. Das Buch ist auch schon gelesen, werdet ihr im Lesemonat März wiederfinden und dann gibt es eine genaue Besprechung. Es geht in dem Fall um Spring, die von ihrer Familie recht bald, als sie 18 war, sich getrennt hat, nach London sich durchgeschlagen hat und ich glaube in London, ich bin mir gar nicht, doch London, und dort leider ein paar sehr, sehr dumme Entscheidungen trifft und im Zuge dessen zu Sozialstunden verdonnert wird und diese Sozialstunden muss sie bei einer älteren Dame abarbeiten und interessanterweise findet sie diese Stunden bei dieser älteren Frau
nicht ganz so ätzend, wie sie gedacht hat, und sie kommen sich näher. Geschichte von Spring und dieser älteren Dame, Lesemonat März. Von meiner Lieblingsbuchhandlung habe ich dann noch eins bekommen. Das wird vielleicht noch ein wenig dauern, aber das war so, wow, das klingt gut, und ich wusste gar nicht, dass dieses Buch einen Farbschnitt hat. Und zwar geht es um Emma Rosenblum, Bad Summer People, im Bertelsmann Verlag erschienen. Übersetzt wurde das Buch von Caroline Müller. Ich muss euch da den Klappentext vorlesen, weil ich nicht mehr ganz genau zusammenbringe, warum es mich so fasziniert hat. Genau. Oh ja, die langen Sandstrände waren ausschlaggebend. Lange Sandstrände, blaues Meer, entspannte Beachpicknicks, luxuriöse Ferienhäuser und eiskalte Drinks. Ja, so stelle ich mir den idealen Urlaub vor. Jeden Sommer verbringen Jen und ihre Freundin Lauren die schönsten Wochen des Jahres auf einer idyllischen Insel gleich neben Long Island. Die Ehemänner checken die Börsenkurse, Nannys beschäftigen die Kinder, die Freundinnen treffen sich zum Tennis. Es scheint ein ganz normaler Sommer zu werden, bis nach einem Sturm plötzlich eine Leiche gefunden wird. Und während die Tage länger und heißer werden, zeigen sich immer mehr Risse im scheinbar perfekten Leben der Freunde. Das ist so die das ist richtig coole Sommerlektüre. Dieses irgendwo zu sitzen, wo es fein warm ist, heiß ist. Ich fahre ja dieses Jahr im Sommer nach Südfrankreich. Ich glaube, ich nehme das mit und würde das wirklich gerne am Strand lesen. Und es klingt so, ich habe so ein Wiedererkennen. Ich weiß zwar im Moment nicht, mit welchem Buch oder mit welcher Fernsehserie, aber... Also richtig, ein richtig schönes Buch. Und ich glaube, dass das wirklich im Sommer perfekt passen wird. Geplante Bücher im März, die bei mir eingezogen sind. Ich beginne mit Ellie Hazelwood und Bright. Die unergründliche Übernatürlichkeit der Liebe, was für ein komischer Untertitel, erschienen bei Rütten und Lönig und übersetzt von Anna-Julia Strüh. Soviel ich weiß, übersetzt die so gut wie alles. Und das ist die erste Auflage dazu. Es ist ein Fantasy-Roman aus der Feder von Ellie Hazelwood und ich wusste nicht genau, was mich erwarten wird und ob es mir gefallen wird. Es geht um Misery, sie ist Vampirin und soll den Alpha-Werwolf Lo heiraten. In dieser Welt existieren drei Spezies nebeneinander, die Menschen, die Vampire und die Werwölfe, in einem sehr fragilen Frieden. Und die Hochzeit zwischen einer Vampirin und einem Alpha-Werwolf sollte das Ganze ein wenig besser fixieren. Warum dem vielleicht nicht so ist, müsst ihr dann selbst lesen. Ich war mir anfangs nicht sicher. Aber das Worldbuilding ist jetzt nicht so komplex wie bei anderen Autorinnen, aber die Geschichte ist wahnsinnig aktuell. Und es geht um Vorurteile, um Rassismus, um Ungerechtigkeit und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge, die hier vereint wurden, und Näheres gibt es dazu im Lesemonat März. Fix geplant war dann auch dieses Buch aus dem Goldmann Verlag, Worst Best Man von Mia Sosa. Übersetzt von Kerstin Winter. Und der Goldmann Verlag hat ja diese poppigen, bonbonfarbenen Bücher auf den Markt gebracht, die oft ganz viel lustige Geschichten haben, viel Freude verbreiten. Nicht alle der große Wurf sind, aber ich lese sie sehr, sehr gern, weil sie einfach gutes Popcorn-Kino sind und einfach Ablenkung bringen, ohne viel nachzudenken. Und in dem Fall wird es ähnlich sein. Als Hochzeitsplanerin vor dem Traualtar stehen gelassen zu werden, ist nicht gerade optimal. Aber Lina Santos lässt sich nicht so einfach untergraben. Wenn es mit dem privaten Glück nicht klappt, dann mit dem beruflichen. So ergreift sie eine einmalige Karrierechance und bewirbt sich als hauseigene Eventmanagerin eines Sternehotels. Um den Job zu bekommen, gilt es allerdings noch eine letzte Bewerbungsrunde zu überstehen. Aber dafür muss sie ausgerechnet mit dem Marketing-Experten Max Hartley zusammenarbeiten. Bruder und Trauzeuge ihres Ex-Verlobten und derjenige, der damals ihre Hochzeit verhinderte. Lina sollte ihm ewige Freundschaft schwören, aber ohne seine Hilfe schwinden die Aussichten auf ihren Traumjob. Außerdem war er schon immer der Charmantere der Hartley-Brüder. Vielleicht darf Rache in diesem Fall ja süß sein und heiß. Ja, sehr unrealistische Ausgangssituation,
es ist mir egal. Wenn es lustig ist, wenn die zwei sich fetzen und zum Schluss kriegen, Enemies to Lovers, ja, ich bin immer live dabei. Ich glaube eher, dass es ein Jugendbuch ist, aber es könnte ein richtig, richtig tolles Buch sein und es hat mir einfach sofort angesprochen. Und zwar von Marie Weiss, To My Sunflower, erschienen im Lago Verlag. Das ist jetzt kein Verlag, den ich so mir nichts, dir nichts kenne, aber die Geschichte klingt einfach richtig toll. Die erfolgreiche Ophelia geht in ihrem Job als Illustratorin voll auf und auch mit ihrem Instagram-Profil Ophelia Ungeschönt, auf dem sie über Selbstliebe und psychische Erkrankungen aufklärt, hat sie sich einen Namen gemacht. Doch so selbstsicher, wie sie wirkt, ist sie ganz und gar nicht. Besonders in Sachen Liebe hat sie bisher keine Erfahrungen gemacht, was sie zunehmend verunsichert. Als Ophelia die Illustrationen für das neue Buch des Kinderbuchautors Leo gestalten soll und er ungeahnte Gefühle in ihr weckt, wird es Zeit, mutig zu sein und die eigene Komfortzone zu verlassen. Ich erwarte mir hier wirklich ein sehr feinfühliges Buch, denn das Selbstliebe ist, glaube ich, jetzt in aller Munde und wir müssen das alle viel mehr lernen, da nehme ich mich nicht aus. Und gleichzeitig, ist das nicht ein schönes Cover? Ist das nicht ein tolles Bild? Ja, und es erinnert ein wenig an Romy und Julia. Wie das dann sein wird, ist eine andere Frage. Ich mag das. Ich finde das richtig, richtig schön. Also, und ich mag auch die Ausgangssituation, dass du eine Frau hast, die Illustrationen übernehmen soll. Und für ein Kinderbuch hat definitiv was. Beim nächsten Buch war es ein Versehen, dass ich es bestellt habe und habe dann lang mit mir gehadert, ob ich es überhaupt nehmen soll. Aber die Geschichte klingt gut und es war ein Versehen, weil ich gedachte, es ist ein Buch von Rebecca Yarros. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Autorin heißt Rebecca Ross. Divine Rivals erschienen im Lux Verlag und übersetzt von Ulrike Gerstner. Jetzt ist das ein wirklich schönes Buch und der Inhalt klingt auch wie etwas, was mir gefallen könnte. Ich muss es aber recht zügig lesen, denn es sind sehr jugendliche Protagonisten und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann doch was für mich ist. Es geht um eine junge Frau, deren Bruder vermisst ist, oder ist er sogar verstorben? Ich glaube, er ist nur vermisst. Und ihre Mutter damit kaum zu Rande kommt und mehr oder weniger mehr dem Alkohol Beachtung schenkt als ihr selbst. Sie schreibt ihrem vermissten Bruder Briefe über eine Schreibmaschine scheinbar. Ich habe keine Ahnung, wie aktuell das Ganze ist oder in welcher Zeitrahmen das Ganze spielt, weil wer schreibt heutzutage schon auf einer normalen Schreibmaschine? Und diese Briefe, die sie schreibt, mit dieser Schreibmaschine gibt es scheinbar mit einem ihrer Rivalen um den Chefredakteursposten einer Zeitung eine Verbindung über diese Schreibmaschine. Und was da genau alles auf sich hat, klingt sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Dame schreibt, aber jetzt, wir haben hier manchmal Seiten, die gerade und gerade ein bisschen beschrieben sind und nicht ganz so viel, weil es ist ja doch kein ganz dünnes Buch, aber oh, da ist noch was. Das müsste ich mir dann in Ruhe anschauen, wenn ich es lese. Das Buch wird zurzeit recht häufig gezeigt. Wie gesagt, ich habe es unabsichtlich mir gekauft und mal schauen. Wie gesagt, wer nicht lesen kann, muss fühlen. Die nächste Autorin verfolge ich oder stalke ich schon recht lang auf Instagram. Sie hat ein unglaublich gutes Talent, Dinge klar und deutlich zu erklären. Sie stellt Frauen in den Mittelpunkt und erklärt die Welt nicht aus ihrer Sicht, sondern wie Frauen der Ruhm, die Anerkennung weggenommen wurde. Und in ihrem Buch Beklaute Frauen von Leonie Schöler ergänzt sie das noch einmal um einiges. Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. Erschienen im Penguin Verlag und ich passe outfitmäßig genau zum Buch. Ein Buch, das nicht so einfach gelesen werden kann, glaube ich, weil wir wahrscheinlich in ganz vielen Dingen dann wütend werden und uns denken, ja okay, das ist so typisch. Ich glaube, dass sie da ganz viele
Jahrhunderte aufnehmen wird und Frauen in den Mittelpunkt stellt und erklärt, was ihre Taten waren, um eigentlich Männer in den Vordergrund zu schieben. Also die haben, ich glaube, viele Männer haben es tatsächlich geklaut und manche haben sich der Frauen einfach bedient und Frauen haben damals, weil sie gewusst haben, mir glaubt niemand, beziehungsweise meiner Entdeckung wird nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie einem Mann und haben diese Ideen dann weitergegeben, glaube ich. Ich denke, es wird nicht ganz einfach sein, das Buch zu lesen. Es ist in sehr ungewöhnliche Kapitel geteilt. Und zwar Kapitel 1, keine Bürgerinnen, das K in Klammer. Kapitel 2, Endstation Ehe. Kapitel 3, Künstler wird mit Er geschrieben. Kapitel 4, ohne Auszeichnung. Kapitel 5, Widerstand. Kapitel 6, vergessen und ausgelöscht. Und dann das Schlusswort. Also ich denke, dass das sehr, sehr interessant wird. Da gibt es ganz viel zu entdecken, ganz viel Wissen anzuhäufen über Frauen, von denen wir noch nie gehört haben, beziehungsweise über deren Männer wir wahrscheinlich sehr, sehr viel gehört haben. Und hier wird dann viel Geschichte hoffentlich zurechtgerückt. Eine Fortsetzung einer Reihe, beziehungsweise der Abschluss einer Reihe von Claire Kingsley, Flirting with Forever, erschienen im Moor Verlag und übersetzt von Yvonne Senn. Das ist der dritte Teil der, ich habe vergessen, wie die Reihe heißt, sieht man hier, ja, da hat man alle vier auf einem Stück plus der zwei zusätzlichen. Und Claire Kingsley hat einen super flapsigen, lustigen, witzigen, leichten Schreibstil und auch nicht die große Literatur, aber ganz viel Unterhaltung. Ich habe die ersten drei gelesen und sehr gemocht und auf den vierten warte ich jetzt eigentlich schon länger. Und Nora Lakes ist kultiviert, erfolgreich und glücklicher Single. Sie lebt ihr Leben so, wie es ist, auch wenn es mit der Karriere nicht ganz rund läuft. Ihre besten Freundinnen starten gerade mit Hochzeit, Baby und Eigenheim in einen neuen Lebensabschnitt. Doch das ist nicht das, was Nora will. Auch Dex St. James, der unfreundliche Typ von nebenan, Tattoo-Künstler und Single, Dad eines Teenagers, passt so gar nicht in ihre Welt. Irgendwie kreuzen sich jedoch ständig ihre Wege. Und plötzlich ist da diese unglaubliche Chemie zwischen ihnen und dann dieser eine Kuss, der Noras Welt zum Schwanken bringt. Dex sucht sein Forever-Match, Nora etwas Unverbindliches. Doch wenn diese Unterschiede aufeinanderfallen, sprühen die Funken. Ich erwarte mir einfach eine gute Geschichte, die mit einem Happy End endet. Bitte, natürlich, was denn sonst? Und ich glaube, das kriege ich hier auch mit ganz viel Witz, ganz viel Humor und einer einfach netten Geschichte. Fortsetzung Nummer 2 von Sabine Schoder, The Romeo and Juliet Society, Schlangenkuss. Das ist dieses hier und das ergibt ja, wenn man alle drei zusammenstellt, dann ein bestimmtes Bild. Worum es genau geht, kann ich ja nicht sagen. Das ist der zweite Teil. Interessiert natürlich nur, wenn man den ersten Teil gelesen hat. Und so schaut das dann am Ende aus. Keine Ahnung, ist es ein Love Triangle? Ist es eine Romeo und Julia Geschichte? Es geht auf jeden Fall um verfeindete Familien. Wir haben ja eine neue kleine Buchhandlung in Innsbruck und hin und wieder gehe ich da vorbei, ohne irgendwie hineinzugehen, sondern einfach nur vorbei. Und an dem Tag hatte ich Zeit, Lust und Laune und sie hat mir dann dieses Buch empfohlen und hat gesagt, es hat sie so, so berührt, dass ich mir gedacht habe, das nehme ich jetzt mit. Es ist ein dünnes Büchlein und zwar von Franziska Gensler, Wie Inseln im Licht. Erschienen bei Kein und Aber, eine österreichische Autorin, in Berlin, Wien und Augsburg studiert. Ich weiß nicht genau, ob sie Österreicherin, was auch vollkommen egal ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nicht in der Frankfurter Buchmesse schon kurz in der Hand hatte. Als ihre kleine Schwester verschwindet, ist Zoe selbst noch ein Kind. Jetzt, 20 Jahre später, sind ihre Erinnerungen daran bruchstückhaft und widersprüchlich. Warum wurde nie nach der Schwester gesucht? Nach dem Tod der Mutter reist Zoe an die französische Atlantikküste, wo sie zu dritt gelebt haben, bevor diese eine Nacht alles veränderte.
Zoe ahnt, sie muss ihre Erinnerungen neu sortieren, die wie Inseln im Licht aus dem Meer ragen und die tief unter der Oberfläche miteinander verbunden sind. Hat das schon wer gelesen? Also das würde mich wirklich brennend interessieren. Daffodils heißt die Buchhandlung in Innsbruck. Die Besitzerin hat so davon geschwärmt und wie gesagt, es ist sehr dünn. Ich bin ja immer skeptisch bei dünnen Büchern. Wenn man aber das in wenigen Seiten genauso gut weitergeben kann, alles, was da drin verborgen ist, dann finde ich das immer sehr spannend und bewundere Menschen sehr, die das können, sich kurz auszudrücken. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Unterstützung, über euren Daumen, über den Daumen hoch, beziehungsweise wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann könnt ihr Mittwoch und Samstag immer aktuell meine Videos sehen. Wir hatten ein Treffen mit Conny vom Autorinnen-Duo Michelle C. Ahrens. Wir haben uns in Garmisch getroffen, haben dort ein Brunch, Frühstückslokal gefunden, total knuffig und haben uns da zusammengesetzt. Es war ein wunderschöner, flockiger, netter Nachmittag und Conny und wir tauschen, also die Beate war auch dabei und wir tauschen dann immer Bücher. Und Conny hat mir zwei mitgebracht und zwar von Melanie Lane, Wild Dreams, jetzt und für immer, erschienen im Moor Verlag. Ich weiß nicht, ob die Dame... Es dürfte eine deutschsprachige Autorin sein, stammt aus der schönen Stadt Hamburg. Eine ist eine deutschsprachige Autorin. Und Conny und ich haben oft, wenn es um Liebesromane, um Romance geht, tatsächlich ähnliche Geschmäcker. Oft finden wir gleiche Geschichten doof oder eben richtig, richtig gut. The secret ingredient is always love. Kann aus einem heißen One-Night-Stand mehr werden. Die taffe Violet ist sich sicher, dass sie den attraktiven Koch Jax mit all seinen Tattoos und dem Charme nie wiedersehen wird. Immerhin lebt sie in New York und er in L.A. Dann aber kreuzen sich ihre Wege auf wundersame Weise und die beiden werden zu unfreiwilligen Mitbewohnern auf Zeit. Obwohl weder Violet noch Jax auf der Suche nach einer Romanze sind, lodert das Feuer zwischen ihnen hoch. Jo. Ich mag ja alles, wenn es rund um Köche geht. Bin ja selbst mit einem Koch verheiratet. Und einen Thriller hat sie mitgebracht mit den Worten, der wird dir gefallen. Bei Thrillern bin ich ja zurzeit eher skeptisch. Ich habe zwar immer wieder mal Lust auf Thriller, aber ich bin mir nie sicher, ob es mir dann tatsächlich gefallen wird. Aber ich glaube, mit Julie Clark kann man fast nichts falsch machen. Und zwar Der Plan, zwei Frauen, ein Ziel, ein gefährliches Spiel, erschienen im Heine Verlag. Julie Clark hat ja schon einige Bücher geschrieben, zum Beispiel, da ist Werbung drin für Der Tausch. Und in dem Fall, Meg ist eine Meisterin der Täuschung und sie hat nur ein Ziel, Gerechtigkeit. Sie schleicht sich in die Leben skrupelloser Männer, die sich auf Kosten von Frauen bereichern und bringt diese um ihr Vermögen und ihren guten Ruf. Doch nun wird es Zeit für ihren letzten Plan. Endlich will sie den Mann zu Fall bringen, mit dem alles begann. Aber sie ahnt nicht, dass ihr jemand auf den Fersen ist. Es ist eine Frau und auch sie will Rache. Ja, ich habe dann auch mal durchatmen müssen, weil ich glaube, das ist wirklich interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Niagara-Fälle sind, dort auf dem Cover. Thriller, wie gesagt, ich brauche da immer einen Zugang dazu und das muss mich catchen, aber ich glaube, ich bin wieder so eher auf dem Spannungsroman, auf der Welle wieder mal, nachdem mir The Catch von T.M. Logan sehr, sehr gut gefallen hat, glaube ich schon, dass ich hin und wieder mal zu einem Thriller und zu einem Krimi greifen werde. In der Tirolia war im März wieder Book Blind Date mit einem Leseexemplar. Und da haben die Beate und ich natürlich zugeschlagen. Die Beate hat dann gleich mehrfach zugeschlagen, weil sie für ihre Freundinnen was mitgenommen hat. Und ich habe zu zwei Büchern gegriffen, die eigentlich für mich perfekt geeignet sind. Einmal haben wir das Buch von Susanne Scholl, Wachtraum, erschienen im Residenz Verlag. Ebenfalls eher ein dünnes Buch.
und die Inhaltsangabe klingt richtig toll. Fritzi, lebensfroh, energisch und herzlich, gehört zu den wenigen Überlebenden einer großen jüdischen Wiener Familie. Nach dem englischen Exil kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück, gründet eine Familie und gibt ihrer Tochter Lea ihren Kampfgeist und ihre Wärme mit. Aber auch ihre namenlose Trauer über das Geschehene. Auch Leas Leben scheint zu gelingen, ist ausgefüllt mit Ehe, Kindern, Enkeln und Beruf. Und doch wird sie von bösen Trümmern und Familienerinnerungen heimgesucht. Und angesichts der zahllosen Flüchtlinge, die auf der Suche nach Sicherheit aus Syrien nach Europa kommen und hier oft nur Ablehnung erfahren, gelingt es Lea nicht mehr, die Bilder der Vergangenheit und der Gegenwart zu unterscheiden. Dieses, wir nehmen Dinge aus der Vergangenheit unserer Eltern, unserer Großeltern mit, ist ja ein Thema, das mich irrsinnig interessiert. Ich glaube, dass wir ganz viel von unseren Eltern übernehmen, unbewusst, von den Erzählungen übernehmen und mit uns eine, unter Anführungszeichen, Schuld mittragen, die wir gar nicht empfinden müssten, aber sie einfach nicht loslassen können. Und Susanne Scholl ist ja eine sehr, also in Österreich sehr anerkannte Autorin und die ganz viel für den ORF auch gearbeitet hat und wirklich versucht, das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken beziehungsweise richtig zu erklären und aufzuzeigen, wie im Hintergrund die Dinge auch funktionieren. Ich habe nicht gewusst, dass sie ein Buch geschrieben hat oder vielleicht sogar mehrere, das weiß ich jetzt nicht, aber die Blind Date, diese Punkte, die auf diesem Papier dann gestanden sind, haben einfach zu mir gepasst und ich glaube, dass das eine richtig interessante und sehr emotionale Geschichte sein könnte. Bei einem zweiten Buch der Tirolia-Aktion habe ich auch noch zugeschlagen. Blind Date mit einem Leseexemplar, da werden diese Leseexemplare, diese Belegexemplare, die dürfen ja nicht verkauft werden, sondern gegen Spenden werden die abgegeben, und zwar Spenden für das Frauenhaus Innsbruck. Letzte Woche hat die Scheckübergabe stattgefunden und ich glaube, es waren 1200 Euro, die bei dieser Aktion zusammengekommen sind, und ich finde das so grandios, dass das jedes Jahr wieder gemacht wird. Und ich habe mir eins ausgesucht und die Beate dachte, es müsse sich um ein ganz bestimmtes Buch handeln. Nein, das war es nicht, aber sie war mit der Zuordnung des Kontinents schon relativ gut mit Südamerika. Und zwar Mariana Enriquez, Unser Teil der Nacht, erschienen im Tropenverlag. Ich glaube, das gehört zu Klett Cotta. Übersetzt wurde das Buch von Inka Martha und Silke Klemann. Und dieses wunderschöne Cover ist ein Teil des Bildes Fallen Angel, also gefallener Engel, von Alexandre Cabanel. Maria Enriquez ist Argentinierin und hat natürlich ganz, ganz viel von ihrer Geschichte, von der Geschichte Südamerikas der letzten 50, 60 Jahre mitbekommen, und in dem Fall verarbeitet sie einen Teil dieser Geschichte. Dunkelheit und Licht, Grausamkeit und Liebe. Eine große Familiensaga in einem von Extremen geprägten Land. Mariana Enriquez führt uns durch die verschlungene Geschichte Argentiniens hin zu den Abgründen der Macht. Eine einzigartige Vater-Sohn-Geschichte, in der doch die Frauen alle Fäden in der Hand halten. Ich bin ja ein riesiger Fan von Isabel Allende, auch wenn ich schon einige Zeit nichts mehr von ihr gelesen habe, aber ich mag den Schreibstil, ich mag diesen Sprachgebrauch Spanien bzw. Argentinien. Ich glaube, da wird es jetzt nicht den großen, riesengroßen Unterschied geben. Und es ist mir lieber als Italienisch. Die Übersetzung aus dem Italienischen kommt mir nicht zugute. Ich weiß auch nicht, warum. Habe das aber nicht mit südamerikanischen Sprachen bzw. mit dem Spanischen. Und ich glaube, dass das mir wirklich gefallen könnte. Ich finde nämlich auch diese bewegende Zeit der 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre in Südamerika, da gab es ja viel, ich will jetzt nicht sagen zu erleben, aber da gibt es ganz, ganz viel zu erkennen. Geschichte, die noch nicht so lang vorbei ist und die, wo sich die Machthabenden auch nicht mit rumbekleckert haben. Also ich glaube, dass das auch sehr, sehr interessant ist und einfach viel Inhalt hergibt, wie es denn damals in Argentinien so zugegangen ist und was da so passiert ist.
dann wurde ich tatsächlich geinfluenced, und zwar, ich glaube, generell von Instagram. Ich habe das so oft gesehen und die Inhaltsangabe ist mir dann so in Fleisch und Blut eingegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich werde das jetzt mitnehmen, und zwar von Kavian Lewis, Thief's Gambit, wer alles gewinnen will, muss alles riskieren. Übersetzt von Christa Prohmer-Lehmeier und von Heide Horn. Erschienen ist es im DTV-Verlag mit diesem echt schönen Buchschnitt. Es ist noch original verpackt. Und seit ich Tinte und Knochen gelesen habe, bin ich im leichten Diebinnenfieber oder im Diebfieber. Und in dem Fall geht es um eine junge Nachwuchsdiebin, die dem Familienunternehmen den Rücken kehren will. Dann wird aber ihre Mutter geschnappt und die einzige Möglichkeit, sie wieder zu befreien, ist für Rosalind, glaube ich, heißt die Hauptfigur, an einem Nachwuchswettbewerb für Diebe teilzunehmen. Und dieses einem Wettbewerb, oder eigentlich ist kein Nachwuchswettbewerb, sondern es ist ein Wettbewerb um Nachwuchsdiebe. So ist die richtige Reihenfolge. Hui. Und wie will man da einen Wettbewerb gestalten? Das war so, wie geht das? Wie funktioniert das? Ich will das wissen. Und deshalb habe ich mir dieses Buch mitgenommen, weil wer den Wettbewerb gewinnt, erhält einen Wunsch, der sich durch Macht, Geld und Einfluss erfüllen lässt. Und ich will wissen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich bin gerade im Fantasy-Fieber. Also es ist gerade so richtig Gold und deswegen wird das gut passen. Und ich würde das gern schnell und zügig lesen, weil ich ja wissen will, was man können muss, um an so einem Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Ja, ich bin keine Nachwuchsdiebin mehr. Ein geplantes Buch habe ich ja euch jetzt vorenthalten. Es hat sich in die andere Abteilung geschmuggelt. Es ist der dritte Teil einer Reihe, wo ich den ersten Teil noch gar nicht gelesen habe, aber mein innerer Monk musste dazu greifen, damit das Design stimmt. Und zwar von Christina Moninger, Three Tides to Stay aus der Breaking Waves-Reihe. Dritter Teil von vier. Ich habe nur die Grundstruktur im Kopf. Es sind fünf Freundinnen, die gemeinsam auf Urlaub fahren und immer wieder an denselben Ort sich begeben. Und scheinbar wird dann eine Frau vermisst oder weiß ich nicht genau. Eigentlich sollte ich den ersten Teil ganz, ganz schnell lesen, weil die Beate gesagt hat, ich muss es lesen oder ich muss es gar nicht lesen. Ich werde alle vier in diesem Design mir natürlich zulegen und wenn es mir gar nicht gefällt, kann ich es immer noch verkaufen. Aber ich glaube schon, dass mich es interessieren wird. Es ist so dieses, was ist mit dieser Frau passiert? Wie haben die anderen vier damit zu tun oder so? Ja. Also, um was es jetzt da genau geht, weiß ich nicht, will ich auch nicht ganz genau wissen. Im März habe ich mich dann mit einer Freundin getroffen. Und es ist so schade, dass wir knapp 200 Kilometer voneinander getrennt sind und uns nicht öfter treffen können. Kennengelernt haben wir uns bei der Lit Love und haben gleich gemerkt, dass wir irgendwie ähnliche Vibes verspüren. Und seit 2 Jahren sagen wir, wir treffen uns. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Wir haben uns in München getroffen, haben im Augustinerbräu wirklich gut gegessen, gar nicht mal so teuer, es war in Ordnung, und haben natürlich den Hugendubel besucht und die Wirtschaft belebt. Und sie hat gekauft, ich habe gekauft, also wir sind uns nicht schuldig geblieben. Und zugegriffen habe ich sofort bei diesem Buch. Yellow Face von Rebecca F. Kwang, erschienen im Eichborn Verlag und übersetzt von Jasmin Humburg. Es ist in diesem gelben, quietschgelben Cover und in diesem wunderschönen Buchschnitt erschienen, war dort lagernd und dann habe ich gedacht, okay, nehme es gleich mit. Ich mochte Babel von Rebecca F. Kwang im letzten Jahr gern, auch wenn es keine 5-Sterne-Geschichte war, war es ein Jahreshighlight und das klingt, es ist sehr, sehr viel dünner als Babel und es klingt spannend. June Hayward und Athena Liu hegen beide große Ambitionen für ihre Debütromane, aber während Athena einen Hit landet, interessiert sich niemand für Junes Roman. Als Athena bei einem Unfall stirbt, ist June dabei und handelt impulsiv.
Sie stiehlt Athenas gerade vollendetes neues Manuskript und veröffentlicht es unter dem mehrdeutigen Künstlernamen Juniper Song. Dann verdient es diese Geschichte nicht erzählt zu werden, und zwar egal von wem. Und nun muss June ihr Geheimnis hüten, koste es, was es wolle. Ja, Rebecca F. Kuang hat einen richtig tollen Schreibstil. Bei Babel hat es nur diesen einen Abschnitt gegeben rund um diese Literaturvorlesungen, die mich irrsinnig abgeturnt haben. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Es war für mich dann einfach zu viel an Theorie, aber dann war es richtig gut. Also toll geschrieben, tolle Story, wenn es auch sehr, sehr düster war. Ich glaube auch, dass das eher eine düstere Geschichte wird und nicht so ein Juhu. So klingt das Ganze auch und es ist, wie gesagt, auch nicht sehr dick. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie viele Seiten waren denn das? 380 Seiten, knapp. Ich bin sehr gespannt, wie das da ausgehen wird. Bei diesem Shoppingbummel in München ist mir ein Buch ins Auge gestochen, das ich schon des Öfteren auf Instagram gesehen habe und ich weiß, dass es zu mir passt. Ich bin ein Quell heller Freude mit unnützem Wissen rund um Geschichte. Meine Mama war Geschichtelehrerin und es hat mich immer schon interessiert und dann war dieses Buch einfach ein Must-Have. Von Jo Hedwig Teuwisse, Fake History, hartnäckige Mythen aus der Geschichte. 101 Dinge, die so nie passiert sind, aber alle für wahr halten. Erschienen im Heine Verlag und übersetzt von Ralf Panowitsch. Nero, Kaiser Nero, musizierte als Rom brannte. Das weiß ich, das stimmt nicht. Wikingerhelme hatten Hörner. Glaube ich eigentlich schon, aber anscheinend nicht. Die Pyramiden wurden von Sklaven erbaut. Das weiß ich, dass das nicht stimmt. Also es gibt Dinge, die weiß ich, aber ich glaube, viele, viele von diesen Dingen weiß ich nicht und glaubte auch immer, die sind richtig. Ich bin so gespannt, jede einzelne Geschichte und jeden einzelnen Mythos mir selbst zuzuführen und zu sagen, ja, natürlich stimmt das und dann drauf zu kommen, nein, das stimmt nicht. Unfassbar. Also solche Sachen liebe ich abgöttisch. Ich mag sie lieber erzählt bekommen, als sie zu lesen, aber Napoleon Bonaparte hat der Sphinx die Nase weggeschossen. Hugo Boss hat die Nazi-Unteruniformen entworfen. Marie Antoinette hat gesagt, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also all diese Dinge, die wir wissen oder glauben zu wissen, sind scheinbar in dieser Form so nicht wahr. Ich freue mich jetzt schon. Das dritte Buch bei diesem Shopping-Trip ist ein Schatz. Es ist so schön und ich habe schon einige Stimmen rund um dieses Buch gehört. Ich habe es auf Instagram gesehen und es war so, wow. Die Stimmen dazu sind eigentlich überwiegend positiv und ich muss es dann einfach mitnehmen. Es ist dieser Schatz. Und zwar von Carissa Broadbent. The Serpent and the Wings of Night, erschienen im Carlsen Verlag. Übersetzt wurde das Buch von Heike Holtsch und Christina Flemm. Und der Carlsen Verlag hat sich hier echt übertroffen. Mit diesem superschönen Buchschnitt, mit dem Cover und ich bin ja dafür, dass wir eine Petition beginnen an alle Verlage, dass hinten hier, wie hier, draufsteht Band 1. Ich liebe das, wenn das da erwähnt wird, wie zum Beispiel das Reich der Vampire, da steht das auch. Ich mag das. Also Carlsen, danke vielmals. Und nun muss ich erwähnen, dass Carlsen sich echt was angetan hat für dieses Buch. Man kann es auch ohne Umschlag in das Regal stellen. Es ist so, so, so schön. Hier steht das hinten. Und das ist die Rückenansicht. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Es gibt eine Möglichkeit, so stark und mächtig zu werden wie ich, mit dem Geschenk einer Göttin. Und unfassbar, wie schön dieses Buch ist. Und ich glaube auch, dass das was für mich ist. Wenn ich jetzt euch sagen möchte, was hinten am Klappentext steht, ob Mensch oder Vampir,
Die Überlebensregeln gelten für alle. Vertraue niemandem, gib nie nach und hüte immer, immer dein Herz. Also es geht um Vampire, es geht um Menschen. Fantasy Fever lässt grüßen. Ich glaube, ich möchte das bald lesen. Ich möchte das zur Hand nehmen. Ehrlich gesagt, ich möchte es irgendwo in der Öffentlichkeit zur Hand nehmen und so lesen. Ach, herrje, das Buch muss gezeigt werden. So schön ist es. Das war der Ausflug nach München in den riesigen, wunderschönen Hugendubel. Ich habe leider Günther nicht gesehen. Also wer den Instagram-Account oder den Instagram-Auftritt des Hugendubel in München noch nicht kennt, schaut bitte nach. Wir sind alle Fan von Günther, dem Verkäufer. Finde ich richtig genial und sehr gelungen. Vorletztes Buch. Ja, wir waren im Lesehotel. Schaut euch gerne meinen Vlog dazu an, den Vlog von der Beate. Ich verlinke euch beide. Waren für einen Nachmittag in Bad Ischl, ja Bad Ischl und in Hallstatt. In Bad Ischl haben wir einen Thalia gefunden. Ja, natürlich haben wir alle ein Buch gekauft. Man muss sich ja Erinnerungen schaffen. Und ich habe mich für ein Buch entschieden, das ich schon in Innsbruck des Öfteren gesehen habe und dann nie genommen habe. Aber diesmal war es einfach Zeit, etwas bisschen Ungewöhnlicheres für mich. Und zwar von Kathy Hayes. The Cloisters, die Macht deines Schicksals, erschienen bei Penguin mit diesem wundervollen, farbenfrohen, gelungenen Cover. Und übersetzt wurde das Buch von Simone Schrott. Ich lese euch da jetzt den Klappentext vor, weil der mich sofort interessiert hat. Mit einem Abschluss in Kunstgeschichte und voller Ambitionen kommt die junge Anne nach New York, um dort ein Praktikum bei einer Außenstelle des Metropolitan Museum of Arts anzutreten. The Cloisters, das einem gotischen Kloster nachempfundene Museum mit steinernen Kreuzgängern und einem üppigen botanischen Garten, zieht sie sofort in seinen Bann. Anne ist dankbar, dass ihr der sympathische Kurator Patrick eine Chance gibt. Gemeinsam mit seiner Assistentin Rachel arbeitet sie an einer Ausstellung über Vorhersagung und Schicksal in der Renaissance und stößt dabei auf ein mysteriöses Tarotkartenset aus dem 15. Jahrhundert. Viel zu spät merkt Anne, dass es in The Cloisters um weitaus mehr als nur eine Ausstellung geht und dass sie längst in ein gefährliches Spiel aus Macht, Ehrgeiz und Verführung geraten ist. Ich bin ja nicht der Tarot-Anhänger, überhaupt nicht. Ich kann dem nichts abgewinnen, da bin ich zu realistisch dafür. Aber in einem Roman denke ich schon, dass mir das gefallen könnte, wenn es um Schicksal geht, um verschiedene Einflüsse und so weiter. Und ich mag das New York Metropolitan Museum of Arts. Ich finde das toll, ich mag die großen Museen in New York generell sehr gern. Und wenn da das darin spielt, dazu, es hat mich gepackt und ja, musste mitkommen. Das ist meine Erinnerung an die 5 Tage im Lesehotel in der Nähe von Bad Gäusern. Und ich glaube, das wird mich dann ewig daran erinnern. Ich hoffe, es ist so gut, wie sich's anhört. Am 31. März habe ich ein Ostergeschenk geöffnet. Es war schon einige Tage früher hier, aber da steht Frohe Ostern drauf und deshalb packe ich es erst zu Ostern aus. Neben einer Handcreme und einem Osterhasen und einem richtig, richtig süßen Lesezeichen. Ich hoffe, ihr seht das. Kann man das sehen? Free Hugs. Hat sie mir ein Buch hineingegeben. Ich weiß auch nicht, warum ein Buch, aber gut. Das ich mir selbst niemals gekauft hätte, aber ich froh bin, dass ich es bekomme, weil der Titel ist der Hit. Von erschienen im Heine Verlag von Kimberly Lemming. Der Tag, an dem ich mich betrank und einen Dämon rettete. Unfassbar. Schaut euch dieses Cover an. Der mega coole Titel. Übersetzt wurde das Buch von Bettina Hengesbach. Und ich habe das Buch schon des Öfteren gesehen, ja. Ich weiß, um was es geht, aber ich habe mich nicht getraut, es selbst zu kaufen und jetzt habe ich es bekommen. Rache kann so spicy sein.
Ich heiße Cinnamon, betreibe einen Gewürzhandel und stehe mit beiden Beinen im Leben. Alles, was ich will, ist meine Ruhe und ab und zu ein Gläschen Wein in der Dorfkneipe. Auf gar keinen Fall will ich mit einem riesigen, verdammt gut aussehenden Dämon namens Fallon losziehen, um sein Volk aus den Klauen einer üblen Hexe zu befreien. Dass er regelmäßig in Flammen aufgeht und dabei sein Shirt verbrennt, macht es mir nicht gerade leichter, Nein zu sagen. Prickelnd, magisch, sexy. Die TikTok-Sensation erstmals auf Deutsch. Wie cool ist das denn? Dieses Cover zum Schreien, zum Brüllen, die Inhaltsangabe ist so, so witzig. Und ich glaube, ich muss das bald lesen, weil das klingt irgendwie so trashig, aber gleichzeitig so cool. Wer das schon gelesen hat, bitte gebt es mir Bescheid. Das hat einfach alles, wo ich mir denke, ja, hat der da Hörner? Also wir haben gerade gehört, dass Wikingerhelme tatsächlich anscheinend keine Hörner hatten. Egal, es ist ein Fantasy-Roman, es klingt einfach zu lustig und zu witzig, als dass man es übersehen könnte. Und danke Beate an dieser Stelle. Selten so gelacht und mich so gefreut, dass ich dieses Buch, das ich mir selbst nie gekauft hätte, dann tatsächlich bekommen habe. Das waren die Neuzugänge für den März. Da waren jetzt einige richtig, richtig tolle, interessante Bücher dabei. Einige stelle ich euch dann schon im Lesemonat März vor. Und ich freue mich natürlich über eure Meinungen in den Kommentaren zu den Büchern, die ihr da gesehen habt. Vielleicht habt ihr schon welche gelesen. Wie haben sie euch gefallen? Vielleicht auch nicht so gut gefallen, haben vielleicht nicht den Erwartungen entsprochen. Hat jemand die beklauten Frauen schon gelesen? Das interessiert mich sehr. Und das ist natürlich ein nicht ganz einfaches Thema, aber ich glaube, dass es einfach dem Zeitgeist entspricht und auch sehr, sehr wichtig ist. Alles in allem bin ich dann auch immer sehr froh über die Aktion der Tirolier mit Leseexemplar oder Blind Date mit einem Leseexemplar mit Spenden zugunsten des Frauenhauses Innsbruck. Da bin ich natürlich immer gern dabei. Der Shopping-Trip nach München war ergiebig und richtig, richtig toll. Und dieses Büchlein ist natürlich schon der absolute Hammer. Danke, liebe Beate, ich freue mich wirklich sehr über dieses Buch. Bin schon sehr gespannt, wenn ich es lese. Das wird jetzt nicht ganz kurz, dieses Video, und deshalb wird die Verabschiedung umso kürzer und wie üblich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine tolle Woche, lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bitte bleibt gesund und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Bis bald.